Haku-Uki, bitte starten. Nicht, dass ich zu viel Zeit wieder verwende. Weil wir sind schon im Video drinnen. Was auf YouTube kommt. Diara liest den Chat vor, habe ich gehört. Ja. Aber auch nur so ein Gerücht, da kann man sich nicht ganz sicher sein. Wartet kurz, ihr braucht Wie, Bild, ich oder? Ich kann lesen, wusste ich gar nicht. Warte mal, ihr braucht Bild? Ach, das wusste ich nicht. Wieso kam gerade dieser Schrei? Welcher Schrei? Deiner. Sind wir live? Ja. Ich habe geschrien? Ja. Wo? Ich muss den Chat muten. Den Chat muten. Ich muss den, ich muss den Chat muten? Was? Excuse me, Liara. Liara. Übrigens, what? Opening. Ich sag nichts. Danke dafür. Warte kurz. Ihr habt das Standbild, oder? Ja. Warte kurz. Ich muss nur... Hallo, Noritius! Oh Gott, hallo. Oh Gott. Entschuldigung. Die Musik kam doch gar nicht. Kommt erst jetzt. Liara hat mich... Hallo, Noritius! Jündach. Jündach erschrecken. Jündach, dass wir schön erschreckt haben. Dankeschön. Au! Ja. No way. Mal. What you thought of? You never see it coming. You see that my mind is too fast for eyes. Yes, by me. But the time has hit you. Your last surprise. Wow. Vielen Dank für den Sub. Yeah. Ich war gerade kurz von der Musik irritiert. Hallo Harada, da war ja was. Wir sind ja dir irgendwie hinterhergerannt, auch wenn wir eigentlich, auch wenn mein Gehirn was anderes vorhatte. Du wolltest schon Patchy stalken, aber im Endeffekt sind wir mit Harada irgendwie gerannt. Ich wollte ihn nicht stalken. Ich höre das Hausgeräusch. Ja, Fetchen, ja, Fetchen. So, und danke für den Host. Ich wollte nicht stalken, ich wollte nur mit Shinpachi Zeit verbringen. Natürlich. Are you sure about that?
wir haben mit Shinpachi noch gar keine Zeit verbracht, wenn man mal die gelegentlichen Läufe draußen mit allen anderen mal vergessen. Das ist wie Case Route in Color X Malis, wo du auch gefühlt einem bestimmten Charakter die ganze Zeit nicht über den Weg läufst. Das ist ja noch nicht mal absichtlich, dass ich ihm aus dem Weg gehe. Im Gegenteil. Eigentlich würde ich sogar eben gerne öfter den Weg laufen, aber egal. You think so? Das war ziemlich heftiges Zeug heute Nacht. Oh, it's not like Ich meine, Sanans Selbstmordversuch. Ja. So wie zumindest wurde es also genannt. Mir fällt gerade auf, dass ich zwar schon mega lang weiß, dass du cosplayst, aber noch nie eins von dir gesehen habe. Ich poste nachher eins rein bei Klinge. Da kannst du es mal gucken. Ich habe ja ein paar. Apropos Cosplays, ist ja ein Wunder geschehen und Kingdom Hearts 3 kam an nach 4 Monaten. Yay. Ebenso wie mein Kiba-Cosplay, was noch nicht ganz vollständig ist, weil mir halt noch zu sich Akamaru fehlt. Also jetzt habe ich es fast vollständig, weil ich habe ja die beiden Stirnbänder, je nachdem, ob ich jungen oder alten Kiba mache. Und eben das Cosplay, das Outfit. Aber wer liest denn eigentlich gerade vor? Ich glaube, es war Amy. Das ich? Ja, es war Amy. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil ich bin jetzt nicht ganz up-to-date gewesen. It was hard for me to be up front with him. So I attempted to look stoic as best as I could. Warte. Don't force yourself to smile for me. You don't have to act so tough. Es geht, glaube ich, in die Richtung, dass sie halt ihre wahren Gefühle versteckt. Jetzt hat sie doppelt und dreifach versteckt. Huch. Hi. His peace. Harada lightly patted my head. Oh, pat pat. Pat pat. Werden wir aufgenommen überhaupt? Ja, hast werden wir. Put put gesagt, Liara. Ich hab pat pat gesagt. Put 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 put, kleines Hühnchen. So, jetzt sind wir ein Huhn. Harder. Komm, das hättest du borken müssen, also wirklich. Nein. Was? Nicht barken. Ach, egal. Ich weiß, ich kann romantische Szenen zerstören, hat man gestern bei Tennis ist ganz gut gesehen, aber nein. Wie war das noch mit Bethan? Du, ja, Liara, ich hab Liara gesagt, sie so, hey, ich hab 10, 15 Liter von Bethan auf meinem Handy. Wait. Aber zum Thema romantische Szenen, ja, so, oh, sein Feuerwerk. Ich hoffe einfach so, Baby, you're fire. Ich hoffe nur so, Link, nicht jetzt. Davor hast du aber angefangen, damit es zu zerstören. Ehrlich, wer von euch war das, der meine verdammte Liebeserklärung da mit Kelly kaputt gemacht hat? Das war auch einer von euch gestern. Ich glaube, das war ich aus Versehen, aber Liara hat es kaputt gemacht, indem sie auf einmal angefangen hat, als sie irgendwas mit Shine gesagt hat, hat sie gesagt, Shine bright like a diamond. Ah, also warst du es doch, Liara. Und davor kam, glaube ich, doch irgendwas mit You're Welcome. Oh Gott, ja. Das war so von wegen so, ich glaube, June hat zu ihr gesagt von wegen so, irgendwie er findet sie hübsch und dann sie so, you're welcome. Ja, yeah, what should I say? I say, you're welcome. Aber jetzt mal ehrlich, stell dir vor, du hast den Mut, jemandem zu sagen, wie du empfindest, dann so, you're welcome. Nee, das war irgendwie irgendwas anderes. Ja, dann habe ich ihm gemeint, das erinnert mich an dieses Meme von wegen so, wenn dir jemand sagt, I love you, dann so, who doesn't? Stimmt, ey, oh Gott. If only there was someone who loves you back. Oh, das ist immer so hart. Das ist echt. Aber auch, echt was auch hart war, war wirklich, I'm sorry. Hm.
It may have been a small gesture, but I couldn't deny it brightened my mood a little. Despite the circumstances, I appreciated Harada's treating me as if everything was going to be okay. Ich muss sagen, ich habe den Typ am Anfang falsch eingeschätzt. Ich finde, der ist trotzdem ein cooler Typ, auch wenn er irgendwie sich manchmal komplett unpassend verhält. Aber hey, das tut Shinpachi auch. What's going to be happen to Sanam? どうだろうな。かなり追い詰められてたからな、あの人。I know. I had nothing for you to chime in with, so I nodded. I wasn't sure how much my opinion would matter, considering I was an outsider to them. あの人には江戸にいた頃から世話になってるし、できれば生き残ってほしいもんだな。死ぬのなんていつでもできるんだからな。Ich denke vor allem von allen Charakteren hier weiß am ehesten, wie es ist, wenn man an der Schwelle des Todes steht. Nach seinem eigenen Selbstmordversuch, oder? Das war... Emmy? Ja? Scharfes Bild. Stimmt, ich vergesse... Ihr habt am Anfang scharfes Bild. Jetzt beschwert euch ja, nicht. Ja, die Pixelparty kommt noch. Die Pixelparty kommt mit der deutschen Band, die kommt noch, weil er hat Verspätung. Oh Gott, oder Okitas von wegen, schau mir in die Augen und sag mir, was du siehst. Wo das gesamte Gesicht schön verpixelt war. He sighed deeply and looked up at the sky. だが、目を覚ました時、三男さんが元のままのあの人でいてくれるかは、わからね。Ach, Sanan ist hier. Ich dachte, Sanan wäre weiß Gott wohin abgehauen. Nö, der ist immer noch in Kyoto. Ja, aber er schläft halt irgendwie im Koma, kann es sein? Ja, er hat halt dieses Zeug zu sich genommen. Ja, er... Wissen wir jetzt genau, wo er ist oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich kann sagen, er ist im Gebäude bloß in einem anderen Abschnitt. Ach so, ja gut. I watched his expression and thought to myself. What does Harada think of the serum? Das ist eine gute Frage. Was accepted with the necessity for the risks? But, nochmal von necessary vorne. Risk. Nein! Ich bin jetzt komplett raus, Entschuldigung. Has he accepted a necessary risk for the Shinsengumi? Does he tell himself that it's for the good of his men and it can't be helped? Harada? I'd be lying if I said I didn't want to know what he was thinking. But I shut my mouth. Das sind immer die Besten, so, du und du, ja, ach, egal. genau sowas, genau, das, ich genau höre, dieser Satz. Ich höre hier jemanden, der aus Erfahrung spricht. Nothing, never mind. Ich lese diesen Satz sehr oft. Es ist entweder so eine fast Liebeserklärung, wo man sich so denkt, egal, doch nicht. Entweder das oder es ist etwas, was man nicht sagen will, beziehungsweise verschweigt. Und ich hasse sowas. Aha. Es wird sehr oft verwendet. Und jedes Mal weiß man, dass da doch etwas los ist, weshalb es eigentlich keinen Sinn macht, zu sagen, ach, kümmere dich nicht drum. Mhm. Das ist wie wenn du jemand sagst, ach, mach dir keine Sorgen. Dann macht er sich erst recht Sorgen. Ja. No, don't worry about it. Ich sag's auch noch! It's really nothing. So, ka? Nara, inda. Sanan-san, hayaku me o samashite kureru to ii na. Dekireba, moto no ano hito no mama de. Koryas sugita nozomi tte mon ka. Vielleicht geschieht hier ein Wunder und Glas ist Kun, wozu not Glas ist Kun. Oh. Ich habe gerade nicht gesehen, dass wir eine Antwortmöglichkeit haben. And I hope he's the son we all know. I guess that could be asking for too much. We all wish for the same thing. Guess it might be asking for too much. Uff. Was willst du nehmen?
ich würde sagen, wir wünschen alle dasselbe, weil ich will das Ganze nicht negativ angehen. Ich möchte das Ganze eher positiv angehen. Genau. Ich meine, gerade in Zeiten, in denen es hoffnungslos ist, ist Hoffnung wirklich das Einzige, was einen hochhalten kann. Ich hätte den Satz anders formulieren sollen. In Situationen, in denen es aussichtslos scheint, weil hoffnungslose Hoffnung ist irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Richtig, aber aussichtslose Hoffnung ist etwas, was man aufrechterhalten kann. Ja. Wir wünschen doch alle für dasselbe. I think they shook my head. I don't think that's asking for too much. We all wish for the same thing. It was something I truly meant. Ich glaube, das mochte er nicht. Watching the leaves dance around us and turn to me. Oh, oder er mochte es doch. Er soll entscheiden, mochte ich das, mochte ich das nicht. Was sagt sein Baum? Was sagt sein Baum? Hey, er ist budding. Hey, das macht dann Soma momentan. Soma ist wahrscheinlich immer noch bei den 30%, oder? Natürlich. A conversation met a halt. The thought of my father conducting experiments with that medicine and knowing that, with it, he was performing cruel acts on men. And women. Mit man ist halt mankind gemeint und damit ist dann die Menschheit gemeint. Also am Menschen. Ich weiß, aber ich finde die englische Bezeichnung für mankind, also für Menschheit, immer noch komisch. Naja, laut der Bibel ist die Frau ja auch nur dafür da, um ihren Mann zu dienen, also... Ja. Es ist einfach nur eine seltsame Bezeichnung, finde ich. Ich meine, im Deutschen klingt es neutral, während es halt gerade im Englischen sehr sexistisch klingt. Mankind? Mhm. Es klingt irgendwie sexistisch. Ich weiß, dass es gar nicht so gemeint ist, aber es klingt irgendwie so her. Beziehungsweise der Ursprung ist es ja sogar. Ist nun mal so, man muss sich damit anfreunden. Ja, ich weiß. Die Welt wird zwar freundlicher, was sowas angeht, aber das ist hier immer noch nicht weg aus der Welt. Hey, wenigstens benutzen keine Leute das als Begründung von wegen so, hey, es heißt Mankind, deswegen werden nur Männer davon betroffen sein. Gott. Ich hab das Gefühl, es gibt solche Idioten, aber die sind zum Glück selten. Es gibt jetzt zum einen den Ausdruck Mankind, als auch Humanity. Ich mag deswegen. Humanity irgendwie mehr. Ich glaube, das Ding ist, mit Humanity ist es als größere Gruppe gemeint, während du mit Mankind eine kleinere Gruppe ansprichst. Weil Humanity ist ja das große Ganze oder auch der menschliche Zustand. Mhm. Ich habe einen Knoten. Beziehungsweise die Menschlichkeit an sich, glaube ich. Ich glaube, Mankind an sich ist. Nicht Mankind. Humanity an sich ist auch die Menschlichkeit. Mhm, genau. Entschuldigung, ich glaube, wir werden wieder zu. Ja. Wir weichen mal wieder wie immer vom Thema ab. Genau wie du letztes Mal beim Finale. Ach ja, und zudem noch, während wir gerade über Sanans Selbstmordversuch reden. Entschuldigung. Beim Finale? Beim Finale des letzten Streams. Ach so. Entschuldigung. Ja gut, da war ja was. It gave me so many things to worry about. But right now, all I could wish was for Sanan to pull through. And then an unexpected visitor arrived. Soma. Wer ist Soma? Nein, die Diva. Hallo, Diva. Ich werde mir deinen Namen wahrscheinlich nie merken können, weil du für mich jetzt immer die Diva bleibst. Take Diva. Oh Gott, der war so schlecht. Dass er wieder gut war. Der habe ich letztes Mal auch schon gebracht, aber okay. Hast du? Ja. Okay. Jetzt muss ich wieder an die ganzen tollen Paar-Titel denken. Allein schon heute war wieder, willst du auf meinem Schoß schlafen? Hallo Klinge, ich komme rein. Hallo Klinge. Ja, Klinge, hi. Schön, dass Klinge du ist ein Snickers, wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Kannst du nicht sagen, was ist, wenn sie allergisch gegen Nüsse ist? Ist ein nussfreies Snickers. Gibt es nussfreies Snickers? Und am besten auch glutenfrei und ohne Milch. Link! Endlich das Traurige ist ja mein...
ein Cousin von mir ist gegen Schokolade allergisch. Klingelbart, das ist traurig. Kappa. Ja, ja, Klingel. Was genau ist denn eigentlich mit der Curfee gemeint? Ich meine, ich weiß ja, dass er nicht so oft hier ist, also die Diva. Aber heißt es, er muss irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit sein? Bin mir auch nicht ganz sicher, was sie damit meinen, deswegen. Weil ich dachte, er würde halt auch hier zum Shinsengumi gehören. Und wenn er die Curfee überziehen würde, also die Schlafensgehenszeit, kann man es im Prinzip übersetzen. Das ist eine Ausgangssperre. Genau. Deswegen, wenn es erst beziehen würde, müsste es eigentlich Harada und uns genauso beziehen, oder nicht? Kann es sein, dass er das Gelände verlassen will? Oder vielleicht kam er gerade von draußen, oder? Entweder kam er von draußen oder von innen in Richtung nach draußen. Okay, was? Das heißt, er kam von draußen. Hm. Okay, wo ist der Mibu-Tempel? Mibu, Settlement west of Kyoto. It was comprised of homes, farmhouses and a single temple. Warum trainierst du nachts? Hau einfach ab. Ja gut, wenn er nicht da war, dann weiß er natürlich nicht, was passiert ist. Was? Tschüss, Diva. Tschüss. Bye, mein Liebe. Takeda darted an icy gaze towards Harada. And he circled beyond the gates. Sorry? Hoppla. Was what you said to Kate to say? Es ist auch so, das was what you said okay to say. What, what? War das, was du gesagt hast, in Ordnung auszusprechen? Hm? Ich gehe in den Wald. Irgendwie so? Dafür, dass es... Achso, ich wollte gerade sagen, dafür, dass es Nacht ist, ist es hier ganz schön hell drinnen. And so the long night broke. The captains of the Shinsengumi gathered in the common room. Link, eigentlich wollte ich es dir erst später sagen, aber ich habe gedacht, ich schlag dich einfach mal im Stream. Du erschlägst mich im Stream, was tust du, Klinge? Was hast du vor, Klinge? Hast du wieder einen Beziehungsweise, was hast du getan, Klinge? Das ist aber die Frage, warum will sie dich schlagen? Ja, er schlagen. Das ist ja doch besser. Genau wie du neulich, wo du zu mir im Chat meintest, von wegen, nachdem ich was Gutes gezogen habe, von wegen, muss ich dich dafür schlagen? Das war so, hä? Hallo Mirai! Hey. Hallo Mirai! Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dieser ganzen Markierung. Emmy habe ich noch gar nicht gefragt, das muss ich nachher noch machen. Markierung? Ich habe vorhin eine Nachricht in Discord-Server geschickt, von wegen so, wer möchte eigentlich markiert werden, beziehungsweise angetaggt werden, wenn ich live gehe. Okay, dann musst du nachher nochmal durch die Server-Nachrichten gehen. Wie gesagt, ich war heute auf zwei Schulungen bei uns intern und dann noch das ganze normale Zeug und das war ein langer Tag. Also ja, kein Problem. Also, dass du heute im Stream bist, ist oder so eigentlich must have, was sonst hätte es den Stream nicht gegeben, wenn einer von euch beiden gefehlt hätte. Wie gesagt, in schlimmsten Fällen, die auch ohne mich mal anfangen, werden später erst dazukommen. Das würde mir nichts ausmachen. Hat er jetzt so gepasst? Bei mir ist es, ich kriege nicht jede Woche tatsächlich einen Tag frei unter der Woche. Also, wo ich dann abends sagen kann, von wegen, ja, jetzt habe ich gar nichts mehr, jetzt kann ich. Ja, das Problem ist bloß, ich bin dieses Wochenende nicht da. Ach, stimmt. Du warst ja für zwei Wochen das letzte Mal weg, deswegen stimmt. Mhm. Deswegen wird es dieses Wochenende auch keine Streams geben. Deswegen wäre auch morgen der letzte Stream-Termin gewesen, der möglich wäre. Und morgen bin ich natürlich wieder bis um 8 außer Haus. Richtig, deswegen wollte ich auch, dass wir es heute noch machen.
Droom collectively breathed a sigh of relief. De, Donada, Sanansa, Yosu. Ima, Mother Nettel. She's Kanamoda. Ima, Mother no Taish Tachi, Mide, Nachamaturnova. Sordomo. And I simply shook his head. Tashikana Kotoa. Meo Samasama de Wakara. Wie soll er bitte schon in seinem Schlaf verrückt werden? Klinge, ach nix, ich hab mal gerade Zelda Link's Awakening Limited Edition Pokémon Schwert, ein unbekanntes Game und das Spiel Unrival 2 für ein super Schnäppchen gekauft und hab entschieden, dir Unrival 2 zu schenken. Klinge, was? Ist das gerade dein Ernst? Das Spiel ist so toll. Das Spiel ist wirklich toll. Warte mal, hab ich dir nicht damals von dem Spiel erzählt, Klinge? Mirai Ryuji, Stanley, dann, das Tor slid open. Oh Gott, Fuchsgesicht direkt. Hallo Fuchs. Ich will ihn nicht Fuchs nennen, er hat einfach bloß ein Fuchsgesicht. Ich weiß nicht mal, warum ich Fuchsgesicht nenne. Oh shit. Wenn das die erste Reaktion ist, die kommt, wenn du einen Raum betrittst, ich glaube, ich würde rückwärts wieder rausgehen. Ich glaube, ich würde den Tränen ausbrechen und einfach rausrennen, von wegen so, dann halt nicht. Ich glaube, ich würde ein paar Schritte zurück machen, Tür wieder zurück machen, weggehen und dann Tränen ausbrechen. Ist ja gestern auch schon passiert. Ich bin auf Konfrontation gesessen, weil das mit dicker Fuß gegangen ist. Shinpachi, das kann man auch netter ausdrücken, aber eigentlich hat er recht. Klinge, ich weiß, dass es dir gefällt. Was meinst du, warum ich dir vorhin gefragt habe? Ich hab's nur auf Pokémon und Zelda abgesehen. Ma, Nagakura-kun tara, Jodan ga ojozu desu. Nein, nicht Darling. Du machst solche Witze, Shinpachi. Oh Gott, dieser Gesichtsausdruck. Ich denke nach. Ito dismissed Nagakura's snide remark. And he turned his face. And turned to face the standing warrior. 皆さんの顔色がよろしくないのは、もしかして 昨晩の騒ぎと関わりがあるのかしら。 Ja. Und Link ist es für Switch. Werde dich dann zum Nervertag damit erschlagen. Klinge. Manu, danke schön. Ja. Desperately, Condor eyes flew around the room, as if looking for someone to offer an excuse. Yoshi. Komakase-sama. Denk dir irgendwas aus, damit er geht. Du war. Weißt du, gestern, ich hab eine neue Freundin. Oder so. Weißt du, ich hab mich an der Tasse im Schrank. Ja, Klinge, das wissen wir. Ich wollte gerade sagen, wenn wir einen Schauspieler brauchen, warum fragen wir nicht Okita? Okita ist literally schon da, also. Okita, gib dein Bestes. Okita turned to Saito expectantly. And the latter spoke up at once. Itou Sanbou ga o sashi no tori. Sakuban tonsho nai de jiken ga hassei shimashita. Warum soll Saito jetzt reden? Da weil Saito seine Worte smart zusammenfasst und dann kommt so jemand wie Yara da so von wegen, ja, weißt du, und Saito bringt es halt präzise auf den Punkt. Ja gut, das stimmt. Saito ist der, er sagt nicht zu viel. Mhm. Es ist ein Vorfall passiert. Was für ein Vorfall. Ein Zugvorfall. Jetzt,
ですので今夜にでも場を設け、詳しくお伝えさせていただきたく存じます。